Hi, ich bin Jonas vom Recording-Blog und heute zeige ich euch mal, wie man das Snare schön fett und knallig hinkriegt, ohne sich den Mix zuzumüllen. Los geht's! Hey. Doch, und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Ausgabe von Mix Praxis Und heute wollen wir uns, wie gesagt, mal der Snare widmen. Eine fette, knallige Snare. Was ist eine knallige Snare? Ganz klar, die hat einen schönen definierten Anschlagpunkt, sie ist gut komprimiert, schön weit im Mix nach vorne geschoben. Das ist eine knallige Snare, aber was ist eigentlich eine fette Snare? Eine fette Snare kann man zum einen dadurch kriegen, dass man einen relativ tiefen Snare-Sound hat. Wenn man aber möchte, dass er sich so richtig schön durchsetzt, dann geht das halt nicht nur mit einem tiefen Snare-Sound, sondern man muss halt auch dafür sorgen, dass die Snare relativ lange ausklingt. Das ist aber bei einer Trommel, die eigentlich nur diesen Anschlag hat, dieses Klack, ist das ja nicht so einfach, einfach mal so einen Sound zu verlängern. Man kann ja nicht einfach wie bei einem Bass die Note einfach länger stehen lassen. Man kann aber mit einem Hall den Sound dessen ja etwas verlängern und dafür sorgen, dass sie etwas länger stehen bleibt und dadurch auch fetter wird. Nur das Problem ist, wenn man den Hall zu hoch schiebt, dann ist die Hallfahne natürlich auch hinten lange dran und dann wird der Sound lang und matscht dir den Müll zu. Wie du das unter Kontrolle kriegen kannst, das schauen wir uns jetzt gleich mal in der Session an. Und wenn dir dieses Video gefällt, würde ich mich freuen, wenn du einen Daumen nach oben gibst und mit einem Abo bleibst du natürlich auf dem Laufenden, wie es ist immer weiter geht in dem Kanal. Aber jetzt schauen wir erstmal in die Session rein und los geht's. So, dann sind wir schon in der Session und wir sind mal wieder in meiner Session hier von Sex on Fire, mein Cover von den Kings of Leon, an dem ich immer noch arbeite. Ja, ich weiß, ich werde einfach nicht fertig, aber schauen wir doch einfach mal rein. Ähm, ihr seht hier zwar äh, Logic auf, äh, weil ich den Song damals in Logic angelegt habe, aber dieser Trick funktioniert natürlich auch in allen anderen DAWs, vor allem in Studio One, wo ich ja sonst auch eine ganze Menge Tutorials mache, aber auch in Cubase, Logic pro uh, tools uh, name it you name it und i use it uh, oder wie sagt der engländer also du benutzt es und ich benenne es nee quatsch auf jeden fall hören wir mal rein wie der stand der dinge ist im moment Na, ihr hört, dass die Snare eigentlich schon ganz gut äh, knackt, dass sie schön im Mix steht und so weiter und äh, dass ich auch schon leichten Hall draufgepackt habe. Und das stimmt auch. Ich habe hier über einen Bus auf die äh, Snare einen Hall draufgepackt und zwar habe ich hier den RC24 von Softube draufgepackt. Und wenn wir uns die Snare mal solo anhören, dann klingt es so. Also schon eine ordentliche Hallfahne, und wenn ich die mal hochschiebe hier, hier, von minus 7 auf 0 Dezibel, dann. Dann hört man schön, wie die Snare dadurch angedickt wird, wie aber auch diese lange Fahne hinten dran ist. Und äh, ich begegne dem immer ganz einfach, denn der Trick ist nun wirklich relativ einfach. Die Snare knallt jetzt, wir haben einen Hall draufgeladen auf dem Bus. Und jetzt ähm, nutze ich in der Regel erstmal einen äh, Equalizer, mit dem ich den Sound forme. Ich lasse es jetzt einfach mal durchlaufen und quatsche drüber. Dann erzähle ich euch währenddessen, was ich gemacht habe. Also der Equalizer, wir starten. Wenn ich den anmache, dann forme ich den Hall. Achte mal drauf, wie er jetzt klingt und dann, wenn ich es anschalte. Ne, der, Snare, der Hall wird jetzt deutlich klarer und äh, untenrum wird aufgeräumt, äh, in den Mitten bei der bösen Frequenz knapp um 500 Hertz habe ich weggenommen und habe auch in den Höhen beschränkt, damit sich die Snare und der Hall vor allem nicht so direkt aufdrängt und der sofort wahrnehmbar ist. Wir wollen ja die Snare zwar fetter machen, aber wir wollen nicht, dass es so offensichtlich ist, dass wir das mit dem Hall gemacht haben. Also habe ich hier diese Form reingebaut und ähm, dann, nachdem ich das jetzt mit dem äh, Equalizer geformt habe, lade ich einen Kompressor rein. Der Kompressor sorgt dafür, dass ich die HALFahne quasi äh, hinten hochhebe, also verlängere, das ganze Signal zusammenkomprimiere und im Prinzip den den äh, die Ausklingphase des Hals äh, viel länger auf einer Ebene halte, auf einem Level halte. Das heißt, der Snare-Sound kommt, die Hallfahne fällt nicht ab, schräg so, wie es sonst so der Fall ist, sondern die Hallfahne wird relativ lange auf einem stabilen Level gehalten und fällt erst danach langsam ab und geht in die Ausklingphase. Das sorgt dafür, dass eben der Ton der Snare so verlängert wird und die Snare deutlich fetter klingt. Und wenn ich den jetzt mal dazu schalte, ich lade ihn mal hier rein. Das ist der Standardkompressor, den, den ich bei Logic gefunden habe. Ich habe jetzt hier nur folgende Einstellungen vorgenommen. Hier ein Kompressionsverhältnis von knapp. Vier zu 1 und ähm, dann ähm, die Attack-Zeit und die Release-Zeit sehr schnell gemacht, damit der Kompressor mit der äh, kurzen Attack-Zeit schnell eingreift und mit der schnellen Release-Zeit auch relativ zügig wieder loslässt, damit die Ausklingphase schön lange auf einem Level gehalten wird. Und wenn ich den jetzt mal dazu schalte, werdet ihr sofort hören, was passiert. Achso, der komprimiert ungefähr so um die 2 Dezibel und die fange ich dann mit dem Make-Up-Gain hier auch direkt wieder auf und habe hier so eine leichte Distortion drauf gemacht. Das könnte man jetzt auch mit einem nachgeschalteten Effekt machen, aber hier beim Logic ist das ist zum Glück eingebaut, sodass ich noch eine kleine, kleine Diffusion noch mit reinkriege in den Hall, der noch ein bisschen schmutziger gemacht wird. Das klingt dann also so. Man hört sofort, dass die Hallfahne deutlich länger hinten dran stehen bleibt und gleichmäßiger ausklingt, also gleichmäßiger auf einem Level bleibt und dann ausklingt. Nur, das ist das Problem jetzt, die Hallfahne klingt halt wirklich sehr lange aus und vermüllt uns im Prinzip den Mix, weil bis zum nächsten snare ist sie noch so leicht am Ringen und sorgt dann dafür, dass der Rest des Mixes zugemüllt wird. Und dem begegnen wir jetzt mit dem eigentlichen Trick, denn nach diesem Kompressor habe ich ein Noise-Gate reingeladen. Das Standard-Noise-Gate von Logic funktioniert also auch mit jedem anderen Noise-Gate, was ihr habt. Und mit dem Noise-Gate sorge ich dafür, dass dieses Noise... Äh, nur öffnet, wenn der Schlag kommt und genau so lange geöffnet hält, bis eine Viertel um ist oder je nach Gusto kann man das dann einstellen, wie lange es dann geöffnet haben soll. Das heißt, hinten der Schwanz, also der, der, die Halffahne, wird ab einem bestimmten Punkt einfach abgeschnitten. Die klingt nicht weiter aus. Und das klingt solo abgehört, klingt es furchtbar. Ich schalte mal das Gate dazu. Ne, das macht wirklich, es atmet ist hinten dieser Hall dran. Und das klingt natürlich solo jetzt wirklich furchtbar, weil es ist relativ genau, habe ich da eine Viertel getroffen, die Ausklingphase. Aber im Mix ist es dann deutlich subtiler. Und wenn du sagst, ja, es ist aber immer noch sehr auffällig, das liegt ja nur daran, dass ich den Hall noch zu hoch geschoben habe. Ich habe ja, wie du dich erinnerst, gerade auf minus 7 gehabt, jetzt steht er auf 0. Das heißt, ich schiebe den Hall jetzt mal auf die äh, Lautstärke, die ich äh, vorhin eingestellt habe. Minus 7 war ungefähr das, was ich haben wollte. Und jetzt kriegen wir die Snare etwas fetter, ein bisschen verlängert, aber der Hall und die Hallfahne müllen uns den Mix nicht zu. Das klingt nämlich dann so. Deutlich natürlicher und es fällt gar nicht auf, dass das Gate wirklich nach einer Viertel schon abschneidet und den Rest äh, von der Hallfahne einfach mal in den Müllkorb schmeißt. So, und da ist sie dann auch gut aufgehoben, weil dann müllt sie uns den Mix nämlich nicht zu. So einfach kann man also eine Snare mit einem Hall fetter machen und äh, verlängern. Formen natürlich auch mit dem Equalizer, mit dem Kompressor äh, die Hallfahne verlängern und äh, nach oben holen und dann mit dem Gate einfach abschneiden und den Mix dann so dazu mischen, dass man eine fettere Snare kriegt, aber das nicht auffällt, dass man jetzt mit dem, mit dem Hall getrickst hat. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen, dieser Trick hat dir gefallen, du kannst ihn gebrauchen bei einem deiner nächsten Mixe, denn es geht ja darum, dass wir bessere Musik machen und das ist vielleicht eine Möglichkeit, um dir ein bisschen da an der Stelle weiterzuhelfen. Mir hat es auf jeden Fall hier bei Sex on the Fire nicht nur geholfen, sondern auch gut gefallen und deswegen bleibe ich dabei auf jeden Fall. Wenn du magst, sehen wir uns nächste Woche wieder zu einer weiteren Ausgabe von Mixpraxis zum Beispiel. Und bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall die beste Woche, die du haben kannst. Mach's gut und Yassou!